Und täglich grüßt das Murmeltier. Ich begrüße euch zum Teichbau 2019. In der letzten Folge haben wir das Betonieren der Bodenplatte relativ erfolgreich hinter uns gebracht. Ihr habt den feierlichsten Moment überhaupt miterlebt, und zwar die letzte Schubkarre Beton, die zum Fertigstellen der Bodenplatte nötig war. Aber genug in Erinnerung geschwelgt. Jetzt schauen wir uns an, was wir heute hier angehen. Wir entfernen die Betonschalung an der Bodenplatte und schauen uns an, ob alle Rohranschlüsse an der Stelle aus der Bodenplatte kommen, wo sie geplant waren. Wir werfen einen kritischen Blick auf die Qualität der selbstbetonierten Bodenplatte. Natürlich werden wir auch die ersten Schalbetonsteine so langsam aufstellen und überprüfen, ob der Plan denn auch wirklich aufgeht. Wir bohren die letzten Löcher für die Moniereisen in die Bodenplatte ein. Stellen die Filtertrennwände auf, machen die erste Planung für die Verrohrung der Filterkammern, sorgen für die nötigen Ausschnitte in den Schalbetonsteinen, damit dann auch der Baustahl Platz findet, den wir auch in dieser Folge einlegen werden in die ganzen Schalbetonsteine. Und eventuell bekommt ihr einen kleinen Sneak Peek auf die Arbeiten für die Verrohrung der Filterkammern. Allen, denen jetzt noch nicht langweilig ist oder die nicht schon bereits abgeschalten haben, die begrüße ich jetzt hier auf dem Einfach-Koi-Kanal. Lasst uns endlich mit Teil 33 loslegen. Direkt nach der Beendigung der Betonierarbeit sah das Ganze ja recht vielversprechend aus. Es war ausreichend glatt, es war in Waage, so wie es geplant war, aber der Teufel liegt ja bekanntlich im Detail, und sobald das Ganze abgetrocknet ist, habe ich natürlich hier vor, die Schalung zu entfernen und alle nötigen Anschlussstellen nochmal nachzumessen, in der Hoffnung, dass ich auch überall da gelandet bin, wo denn ein Bodenablauf oder ein Standrohr oder ein Einlauf geplant war. Auch auf das Ergebnis am Luftheberschacht bin ich natürlich sehr gespannt. Ich hoffe, dass alles so funktioniert hat und kein Beton dahin gekommen ist, wo er nicht hin sollte. So, direkt nach dem Betonguss sieht ja das meiste immer noch recht fresh and funky aus. Ich habe das Ganze natürlich dann beim Austrocknen noch ein bisschen gehindert, indem ich das Ganze regelmäßig mit Wasser gesprüht habe beim Ausbinden. Aber nun ist das Ganze abgebunden und es wird endlich Zeit, das Ganze auszuschalen. Dazu entferne ich nun meine mehr oder weniger dilettantisch aufgestellte Schalung, die ja so mehr oder weniger aus Resten aus meinem kompletten Garten bestand. Aber dieses Wunderwerk an Recycling habt ihr ja schon beim Bau der Schalung in einem der Teichbauvideos bewundern dürfen. Ich hoffe nur, die Schalung löst sich ohne weitere Gegenwehr vom aktuellen Betonguss, aber da noch eine PE-Folie dazwischen ist, sollte das Ganze funktionieren. Das erste Brett löst sich schon mal recht leicht, das war jetzt aber auch keine kritische Stelle, das ist ja dann später der weitere Maueranschluss für die Mauer, die dann noch vom Teich wegführt, das werdet ihr dann aber noch in anderen Videos sehen. Auch das zweite Brett löst sich an dieser Stelle ohne weitere Gegenwehr. Ihr seht, das Ganze ist zwar leicht ein bisschen faltig dahinter, aber da ich später natürlich an diese Betonstellen noch angießen möchte, ist das nicht weiter tragisch. Und da wir gerade einen Lauf haben, gehen wir natürlich jetzt auch gleich mal die große Schalung an. Also ich ziehe jetzt hier erstmal die gesamten Moniereisen raus, die hier über die gesamte Länge mehrfach eingeschlagen wurden. Die haben ja im Prinzip verhindert, dass sich meine Betonschalung während des Betongusses bzw. der Verarbeitung dann irgendwie komisch nach außen wölbt und das Ganze irgendwie hässlich aussieht. Warum das so wichtig war, das seht ihr natürlich auch noch in diesem Video. Die gesamte Betonschalung, ca. 5 Meter lang, war auf die gesamte Länge mit ca. 12 Erdnägeln gesichert, aber leicht nach innen aufgewölbt, aufgestellt, so dass nach Betondruck das Ganze gerade wird. Jetzt entferne ich noch schnell die Tackerklammern an der PE-Bauschutzfolie, um an die Verschraubung der Querlatten ranzukommen, und dann werden wir hier die gesamte Schalung gleich mal demontieren. Übermotiviert wie ich war, habe ich natürlich gleich mal geschaut, ob sich die Schalung lösen lässt. Dabei hat sich schon der erste Querriegel verabschiedet. Zum Glück ist das nicht während des Betongusses passiert, aber an dieser Stelle waren ja auch noch weitere Ziegelsteine dahinter gekeilt, also das Ganze hätte sich nicht bewegen können. Aber ich glaube, die Schalung hat bereits verspielt, das Ganze wackelt jetzt hier schon ordentlich hin und her, also es sollte sich auf jeden Fall ablösen lassen. Also in die Hände gespuckt, die letzten Schrauben der ganzen Sache hier gelöst und dann hoffentlich
abgemacht das Ganze. Während ich auf das Laden des Akkuschraubers warte, habe ich jetzt hier schon mal zur Probe ein paar Steine aufgestellt, um zu schauen, dass es mit der Dimensionierung auch so hinkommt. Denn es wäre ja jetzt schlecht, wenn meine geplante Filtergrube gar nicht auf das gebaute Betonfundament passt. Ich bin sehr zufrieden, auch hier in der Ecke mit der Anschlussarbeit für das Standrohr. Die Positionierung hat sehr gut geklappt. Also schauen wir mal an, wie es um die Einläufe in die Filterkammer aussieht. Also ich denke, auch hier ist das Ganze relativ rechtwinklig geworden. Auch die Anschlüsse kommen schön parallel nebeneinander raus. So habe ich mir das vorgestellt. Ihr seht, die Querriegel sind ab, die Schalung auch. Also lasst uns gleich mal einen Blick auf die selbstgemachte Betonbodenplatte werfen. Mit der Qualität der selbstbetonierten Bodenplatte bin ich eigentlich sehr zufrieden. Wenige Falten, das Ganze sieht recht homogen aus. Auch die geplante Form stimmt. Also, ich denke, wir können da ein paar Steine draufstellen. Sowas lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen, denn für viele von euch beginnt an dieser Stelle erst das, was ihr unter Teichbau versteht. Ich habe jetzt hier schon mal einmal längs, einmal quer und beginne sogar schon die zweite Reihe mal aufzustellen, um zu schauen, dass das alles auch fluchtet und natürlich auch schön wie Lego übereinander passt. Dazu habe ich mir natürlich auch die Wasserwaage geholt, um zu schauen, dass das Ganze halbwegs in der Flucht ist. Auch mit der Ausrichtung der neu gestalteten Bodenplatte bin ich sehr zufrieden. Jetzt gehen wir hier hinten gleich nochmal die Reihe an und noch eine Querreihe. Leider müssen an dieser Stelle nun auch ein paar Steine mit Hilfe der Flex bearbeitet werden, damit sie dann später in der Filtergrube auch ihren Platz finden. Wir schneiden jetzt hier noch das Mittelstück aus und dann kann der Stein auch schon eingesetzt werden. Sobald alle Betonschalsteine an Ort und Stelle sind, beginnen wir mit dem Einbohren in die Bodenplatte, so dass die Moniereisen da ihren Platz finden. Dazu habe ich mir hier schon die Bohrmaschine zurechtgelegt. Ihr seht, einige Steine haben noch so ein paar Löcher drin. Ja, die werden dann später noch ersetzt sozusagen. Die sind mir aber leider so kaputt angeliefert worden. Aber nun genug geschnackt, es wird Zeit, die Bohrmaschine zu schwingen und hier mal schnell 48 Löcher in die betonierte Bodenplatte zu bohren. Das macht natürlich ein bisschen Spaß und ist sehr, sehr monotone Arbeit. Ich kann euch nur empfehlen, euch dafür die ausreichende und richtige Maschine zu holen, denn mit so einer kleinen Feile oder so einem umgebauten Lockwickler macht das Ganze natürlich bei so einer Betonarbeit auf gar keinen Fall Spaß. Auch ein vernünftiger Bohrer ist an der Stelle auf jeden Fall Gold wert. Und keine Angst, ihr müsst euch jetzt nicht alle 48 Löcher reinziehen. Ich gehe jetzt erstmal angeln und lasse den Tag ausklingen. Sorry Leute, aber den Tipp kann ich euch geben. So eine kleine Auszeit vom Teichbau sollte hin und wieder sein. Sonst macht ihr euch kaputt. Ja, und schon sind wir im nächsten Teichbautag. Ihr seht, ich fuchtel schon mit meinen Armen. Ich plane hier das Aufstellen der Filtertrennwände. Ich habe mir hier überall schon die schmaleren Steine zurechtgelegt, dass ich das dann alles von innen, ohne jedes Mal rein und rauskrabbeln zu müssen, aufstellen kann. Aufgestellt werden zwei 17,5er 50 cm lange Schalbetonsteine. Das restliche Stück muss ich dann leider immer zurechtsägen. Dazu benutze ich eine große Flex. Diese Höllenmaschine werdet ihr natürlich auch noch in irgendeinem Teichbauvideo zu sehen bekommen. Sobald die erste Reihe der Filtertrennwand steht, können wir uns auch schon an die zweite Reihe wagen. Aber wir müssen natürlich an dieser Stelle hier drüben dann die Steine schön übersetzen, damit sich das Ganze gut miteinander verzahnt. Bevor ich dann die Bohrposition in der unteren Reihe festlege, kommt jetzt erstmal die nächste Steinreihe hier drauf und dann simulieren wir noch mit Hilfe der Rohrdummies die Durchbrüche der Filtertrennwände, so dass ich genau weiß, wo jetzt nun die Einbohrungen in die Bodenplatte rein können, damit sie dann später bei der Verrohrung oder beim weiteren Steineaufstellen nicht stören. An dieser Stelle finden natürlich dann später 360er Rohre Platz. Macht euch an so einer Stelle nicht unnötig das Leben schwer, stellt das alles auf, messt die Position und dann wisst ihr, wo die Baustahlstangen rein können. Um da jetzt auch später nicht in Probleme zu geraten, werde ich jetzt hier noch die ganzen Dummy-Steine entfernen und gegen vernünftige Steine ersetzen, so dass ich hier jede Bohrung wirklich überprüfen kann, nicht dass ich das dann später nicht von oben mehr eingesteckt bekomme. Also kaputte Steine abräumen und mit den vernünftigen Steinen ersetzen. Viele kaputte, nicht so schöne oder Sägeabschnitte könnt ihr aber noch für andere Abschnitte im Teichbau gut verwenden. Ihr seht es, hier bei den Rohrdurchbrüchen lässt sich der ein oder andere Abschnitt
noch sparsam einsetzen. Nun nur noch ein paar Schnitte mit der Flex, dass der Baustahl und der Beton seinen Platz findet und dann ist die Sache auch schon gut. Also kommt jetzt hier in die untere Lage gleich schon mal Baustahl ein. Ihr seht ja, an der Stelle ist schon in der Bodenplatte gebohrt. Das heißt, es sollte alles soweit gut gehen. Die Enden der Moniereisen sind ja hier im Inneren so bereits umgebogen. So sollte sich das Ganze mit dem normalen Teichkörper gut verzahnen, obwohl es nur eine Filtertrennwand ist. In der nächsten Lage kann ich euch das Ganze natürlich noch ein bisschen besser zeigen. Hier seht ihr, wie der Baustahl aus der Filtertrennwand kommt und dann nach links oder rechts von mir umgebogen wird. An den Stellen, wo das Ganze dann im Prinzip den Baustahl innen berührt, könntet ihr das Ganze natürlich dann auch noch mit Draht verrödeln, also auf beiden Seiten. So sollte sich das Ganze auf jeden Fall gut in den Mauerverbund einpflegen. Während der kurzen Ruhephasen beim Teichbau hörte ich es verdächtig schnaufen und rascheln und habe doch die zwei auf Schneckenpatrouille erwischt. Ich selbst bin immer ganz dankbar für solche Momente, weil wegen sowas habe ich mir natürlich auch meinen Garten angeschafft. Aber nun zur weiteren Planung. Ich muss mich jetzt hier auf jeden Fall auf die Verrohrung der Filterkammern vorbereiten. Also ich muss mir überlegen, wie ich die Durchbrüche gestalte. Da drüben habt ihr schon einen kleinen Sneak Peek, wie das Ganze aussehen könnte. Das Ganze habe ich natürlich mit so einer Lochkreissäge ausgeschnitten. Das Ganze seht ihr natürlich aber im nächsten Teil hier auf meinem Kanal. Lasst mir ruhig mal bitte zur Motivation auch beim Teichbau einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, dazu drückt ihr vielleicht mal hier auf den Abo-Button, dann bekommt ihr immer direkt mit, wenn ich ein neues Video verzapfe. Hier noch ein paar Videos für euch. Wer den Anschluss am Teichbau verloren hat, sieht hier nochmal die letzten paar Teile, die vor dieser ganzen Arbeit nötig waren. In diesem Sinne, euch viel Spaß beim schönsten Hobby der Welt. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Ciao, ciao.